Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute Zubehör für die PlayStation 5. Denn uns fehlt noch hier in der Praxis natürlich einmal die Fernbedienung, Media Remote oder hier die HD-Kamera. Ich gucke mir das Ganze an von der Haptik allgemein, Preise sind ja bekannt, von der ja, Qualität, aber auch viel mehr so vom Nutzen. Lohnt sich das Ganze, was ist gut, was ist nicht so gut, für wen lohnt sich's nicht, hast du eine alte Kamera, brauchst du die neue? Das müssen wir alles klären und deswegen schauen wir uns heute das Ganze an. Fangen wir mit der Fernbedienung an, ausgelegt für die Sony PlayStation 5, eher so für Medienkonsum. Wir haben ja oben zwei Reiter, einmal natürlich zum Spielen, einmal zum Medienkonsumieren und das ist die Fernbedienung. Gebrauchsanleitung, Fernbedienung, Sony-Batterien, die kleine Fernbedienung. Was fällt uns auf? Sie ist hier weiß. Die Logos von PlayStation, Dreieck, Viereck, X, Kreis, wie halt auch auf dem Controller und auf der Konsole selbst. Hinten das Sony-Logo, hier dann schwarz, glänzender Bereich. PlayStation-Knopf, Funktionstasten, Disney+, Plus, Netflix, Spotify, YouTube, lauter, leiser, TV, der Knopf ist wichtig, denn du kannst zum Beispiel ein Sony-TV, also die das Ganze unterstützen, auch mit der Fernbedienung steuern, heißt umschalten zum Beispiel, ja, oder Lautstärke, lauter, leiser drehen. Ansonsten klar, Kunststoff, dennoch sehr leicht und wirklich zum Chillen auf dem Sofa. Dann halt durch das Menü und alles switchen. Meine persönliche Meinung, wichtig natürlich für die, die ausschließlich auf der Konsole Netflix schauen, Musik hören, also wirklich als Entertainment-Gerät benutzen. Die einen, die sagen, hey, ich habe einen Smart-TV, der ist leistungsstark, der ist geil und alle die Apps sind schon auf dem Smart-TV installiert und ich konsumiere nur auf dem Smart-TV Netflix, Spotify und so weiter und die Konsole wird rein nur fürs Gaming benutzt, bin ich der Meinung, brauchst du die Fernbedienung nicht unbedingt. Aber für die, die sagen, hey, nein, bei mir läuft alles, wirklich alles, nur über die Konsole, für die ist es auf jeden Fall nicht schlecht, musst halt nicht dann einen Controller hernehmen und dann mit dem Controller immer X, kannst du auch mit dem Controller benutzen. Aber das ist halt einfacher, du kannst zack, startest die Konsole damit übrigens auch und steuerst halt einfach komplett damit dann den Mediabereich. Die heutige Werbeeinblendung ist für die Gamer interessant, die auch gerne mal ihre Bude sauber halten möchten. Truva. Aber bevor es hier gleich weitergeht, ich weiß, das Ganze ist heute ein bisschen off-topic. Es war für Black Friday eigentlich geplant, die Kooperation, da gab es auch einiges an Rabatte. Dennoch hat Truva für euch die Rabatte verlängert bis Ende des Monats. Ich verlinke euch wie immer alles, dort findet ihr den Link zum Produkt, zum Rabatt und. Ich weiß, off-topic, aber hey, wir füllen unsere Patientenkasse damit heute auf mit dieser Werbeeinblendung. Denn ich habe euch ja versprochen, bezüglich einem besonderen Gewinnspiel fürs nächste Jahr. Deswegen gucken wir auch da jetzt mal rein und schauen, hey, was ist denn da alles drin, was kann er so? Wir haben einmal hier zwei Päckchen von Truva, etwas kleineres und ein größeres. Denn wir haben hier die Halterung. Um genau zu sein, ist es eher ein Standfuß, ein Ständer, denn du musst kein Loch in die Wand bohren, sondern einfach nur aufstellen. Die Halterung. Truva ist von Xiaomi, einem Markenbrand, ein interner Brand, der hier sich spezialisiert hat. Fresh, modern, jung. Und das ist hier der Power 11. Browseranleitung. Ein Aufsatz. Kleiner süßer Aufsatz. Netzteil zum Aufladen.
größere Aufsatz. Das Herzstück. Da ist er. Das Design weiß-orange schaut echt hübsch aus. Finde richtig cool. Das Besondere ist hier, der Akku ist austauschbar. Heißt, wenn ein Akku leer ist, kannst du einfach einen zweiten anschließen und einfach weiter saugen. Denn du hast hier verschiedene Leistungsstärken. Einmal kannst du mit ihm eine Stunde staubsaugen. Das ist so die schwächste Einstellung. 25 Minuten bei höherer Leistung und 10 Minuten bei extrem starker Leistung. Draufdrücken, rausholen. Das hier ist der Filter. Ansonsten lässt sich das Ganze natürlich aufmachen. Und sauber machen. Hier oben hast du ein Display. Ein schönes Display, was dir verschiedene Funktionen anzeigt. Die verbleibende Leistung, die Stärke, aber auch Fehlermeldungen, wenn irgendwas nicht passt. Ansonsten einfach draufdrücken. Oh, meine Handschuhe. Alles Wichtige, alle Infos und Rabatt unten in der Beschreibung. Ich persönlich finde das Ding echt nicht nur hübsch, sondern das Ding hat Power. Und ich gehe jetzt mal damit staubsaugen. Die Kamera. Wir haben hier eine Full-HD-Kamera. Die nimmt auf, beziehungsweise ein Capturing hast du hier in Full-HD, kein 4K. Du hast ein Background Removal Tool, bedeutet, wenn du ein Greenscreen nutzt, hochgezogen und dann kannst du da deinen Greenscreen ausschneiden, also deinen Hintergrund ausschneiden, so dass man nur dich sieht, vielleicht beim einen oder anderen Stream bei mir ja schon mal gesehen. Ja, dann kannst du hier, hast du noch einen Standfuß, hier musst du gucken, es gibt Fernseher, die hängen direkt an der Wand. Es wird schwierig sein, die Kamera zu fixieren, zu positionieren. Also man muss da wirklich schauen. Gebrauchsanleitung. Okay, was fällt uns auf? Sie ist wesentlich kleiner als die Standardkameras der PlayStation 4. Haben ein USB-Kabel integriert, also kannst du nicht absetzen. Somit aber auch verlängern muss man schauen. Ein Verlängerungskabel eines USB-Kabels anschließen, falls du eventuell wirklich viel zu weit von der Konsole weg sitzt und willst wirklich nur, dass dein Gesicht aufgenommen wird, weil wir haben hier zwei Linsen, Weitwinkel, hier das Ganze. Glänzender Bereich, PlayStation-Logo, lässt sich hier aufklappen. Unterer Bereich, gummiert, hier auch das typische Weiß von den Konsolen mit den Logos. Kopf lässt sich auch bewegen. Also entweder hinstellen oder einhaken. Selbst an sich hat die Kamera kein Mikrofon verbaut, also musst ein Mikrofon anschließen oder von einem Headset benutzen. Momentan supportet die Kamera leider nur Streaming, also du kannst nicht mal eine Aufnahme als Let's Play aufnehmen und das dann hochladen. Die wird nur unterstützt im Streaming-Bereich. Vom Funktionsumfang kann sie auch nur das, was auch die PlayStation 4-Kamera konnte. Die Auflösung ist jetzt auch nicht gerade die beste. Also, es schaut jetzt nicht gerade so wunderschön aus. Und die Low-Light-Performance ist leider sehr, sehr schwach. Denn im Dunkeln hast du ja doch das Bildrauschen und ist halt nicht gerade ja, das Schönste oder die beste Kamera. Zum Streamen, sagen wir es mal so. Auch traurig, PlayStation VR geht mit dieser Kamera nicht. Du brauchst noch die alte Kamera von der PlayStation 4 und unterm Strich, wenn du die alte Kamera hast, benutz diese weiter. Du brauchst halt einfach nur einen Adapter. Du brauchst diesen Adapter, um die Kamera weitgehend und weiter zu benutzen und kauf dir nicht unbedingt
die neue Kamera, wenn du halt schon die alte hast. Hast du wieder die alte und sagst du, pass auf, ich will mal ab und zu mal streamen, bist ein Anfänger im Streaming-Bereich, ab und zu mal hobbymäßig oder einfach mal mit den Jungs, was auch immer. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man halt streamen möchte und sich auch zeigen möchte. Dann ist die Kamera auf jeden Fall nicht verkehrt, um einfach mal einzusteigen, so ein bisschen Berührungspunkte zu sammeln, um von der Konsole einfach dann zu streamen, deinen Inhalt zu teilen, vorausgesetzt, du hast noch keine Kamera und sagst, du willst ab und zu mal was machen. Das nächste Level dann und High Level sind dann wirklich dann Bereiche, wo du einen PC, eine Capture Card benutzt, wo du einen richtigen Streaming-Rechner hast, wo eventuell die Capture Card im Rechner ist. Vielleicht hast du ein Studio-Mikrofon dann auch, richtige Kopfhörer und. Das ist dann natürlich schon das nächste Level und lohnt sich natürlich dann, wenn du das vielleicht sogar nebenberuflich machen möchtest, schon einige Zuschauer hast, schon eine Community aufgebaut hast, budgettechnisch auch gut aufgestellt bist. Aber ansonsten klein, fein, schön, nicht schlecht. Die Option ist da, nicht die beste Lösung, aber okay für Anfänger, ausreichend. Schon mal deine Meinung, hast du das Zubehör, die Fernbedienung, die Kamera, für was nutzt du es, wie findest du es allgemein, bist du damit zufrieden oder eher weniger? Und ansonsten wie immer, Daumen nach oben, Patient werden und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.